Du kennst das sicher auch, dass man so im normalen Miteinander, im Gespräch manchmal etwas gesagt bekommt und dann denkt man, habe ich das richtig verstanden? Habe ich das jetzt richtig gehört? Glaube ich das? Und du fragst nach, du überlegst, wie ist das denn jetzt eigentlich gewesen? Und genau in so einen kleinen Prozess ging ich neulich rein, als ich im Neuen Testament eine Geschichte gelesen habe, eine Begegnung zwischen Maria und Jesus. Jesus legt Maria eine Frage vor, beziehungsweise zuerst eine Feststellung. Und zwar sagt er: Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Dieses "Glaubst du das?" fragt Jesus tatsächlich Maria. Glaubst du das, dass jeder, der an mich glaubt, leben wird in Ewigkeit? Und das ist genau die Frage, die ich dir heute auch stellen möchte. Glaubst du das? Glaubst du, dass das, was Jesus hier gesagt hat, für dich ganz persönlich gilt? Jeder, der an mich glaubt, wird leben in Ewigkeit. Du musst diese Frage eindeutig beantworten können. Das ist dringend und ganz lebensnotwendig für dein Leben. Ein paar Verse später lesen wir, wo Jesus noch einmal sagt: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du glaubtest. Kurz nachdem diese Frage und diese Feststellung von Jesus getroffen wird, passiert eines der dramatischsten Wunder im Neuen Testament. Lazarus wird von Jesus aus seinem Grab gerufen. Es passiert das Umwälzendste schlechthin. Und die Menschen sehen es. Sie bekommen es mit. Lazarus wird von Jesus gerufen, die Grabtücher werden abgelegt und Lazarus kommt zu neuem Leben. Vielleicht ist das bei dir ja auch so, dass du noch nicht herausgetreten bist, indem du glaubst, dass Jesus dir ewiges Leben schenken möchte. Vielleicht hindern dich immer noch diese Grabtücher und du bist noch nicht zum Leben hervorgedrungen. Habe ich dir nicht gesagt, so du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Für dich ist heute einfach diese entscheidende Frage dran. Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus für dich persönlich gekommen ist, dass er dich aus deinem Grab herausruft, um dich zum Leben zu rufen? Glaubst du, dass er dir die Grabtücher abnehmen möchte, damit du zu einem Leben mit ihm kommst und ewiges Leben gewinnen kannst? Du kannst auf unserer Webseite ein Gebet finden, das du nachsprechen kannst als Hilfestellung, wenn du mit Jesus in einen Kontakt kommen möchtest und nicht so richtig weißt, was soll ich denn da eigentlich sagen? Wir haben auf der Webseite immer wieder Hilfestellungen, wo du nachschauen kannst, um diesen Schritt in ein neues Leben mit Jesus zu machen. Habe ich dir nicht gesagt, so du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Ich weiß, Gott hat mehr für dich.